Herr Grieser, meine Freunde, ihr wollt ein neues Intro sehen? Da muss der Hermann jetzt in den Pool reingehen! Oh mein Gott! Nein! Ja! Oh mein Gott! Geil! Hey! Es ist Zeit zum Imkern! Na, die Hitze ist groß. Ich bin hundemüde. Und deswegen auch irgendwie nicht so motiviert. Appa! Zweiter Sonnenschutz. Ich möchte jetzt trotzdem da reinschauen. Normalerweise hätte ich jetzt die ganzen Bienen durchschauen müssen. Aber heute war Poolarbeiten dran. Da ist mir die Rolle kaputt gegangen zum Zuschieben vom Deckel. Das war jetzt wichtig, weil sonst geht es nicht mehr. Und am Wochenende ist Party. Eine sogenannte Poolparty. Und da wäre schlecht, wenn du den Deckel weder auf noch zuschieben kannst. Die Temperatur hat 32 Grad. Also der Pool genau richtig. Also was heißt genau richtig? Es ist die unterste Wärmegrenze von mir. Also unter 30 Grad oder 30 Grad ist mir zu kalt. 32 Grad, da können wir langsam drüber reden. Und morgen hoffe ich, hat er mindestens 34 Grad. So, jetzt wisst ihr es. Dann schauen wir mal hinein, wie die Sache ausschaut. Ich habe da natürlich noch nicht aufgeräumt und noch nichts gemacht. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da hier die beste Ding für euch rausfinden. Da müsst ihr jetzt durch. Ich ja übrigens auch. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Schauen wir uns, dass wir es so hinbringen. Das gefällt mir jetzt, aber das ist jetzt nicht wirklich schöner. Ups, die Pannenschau. So, wie schaut's aus? Könnt ihr was erkennen? Ich hoffe ja. Also zurren und murren tun's ja. Das heißt, Werkzeug, wo haben wir es hingeschmissen? Das letzte Mal haben wir es ja auch nicht so wirklich aufgeräumt. Jetzt schauen wir mal, was jetzt da mit unseren Pseudo-Ableger ist. Auf jeden Fall fliegen sie, auf jeden Fall sind sie noch drin, auf jeden Fall. Wenn nicht, lösen wir ihn auf. So. Ich glaube, das war die da. Normalerweise zieht man die ja nicht raus, dann machen wir es auch nicht. Wir tun ein bisschen Erschiebung machen, wie halt immer. Da vermeidet man halt, wenn jetzt eine Königin nachgezogen werden sollte oder wird, dass man jetzt dann das Teil eventuell abreißen, beschädigen. So, das war doch die da. Man möge mir verzeihen. Aber ich muss da rausschauen. Da sehe ich nichts. Ich habe eine kleine Königin gefunden, also die ist nicht so wirklich narrisch groß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ist auf jeden Fall eine drin. Ich kann es euch aber jetzt auch nicht zeigen. So, machen wir da doch mal ein bisschen mehr Platz da. Eigentlich bräuchte man dann das gar nicht rausziehen, das hat sich dann ja komplett erledigt. Aber habe ich da, ich habe da anscheinend noch keine Brutwabe reingesetzt. Ja, da sieht das einmal, aber zumindest ist eine Königin drin, da muss man jetzt aufpassen, ein bisschen Vorsicht, ein bisschen Nähe. Lass uns nicht gar kaputt machen. Also ein bisschen rüber da, so, ja. Dann tun wir unsere Futterwabe wieder rein. Und dann lassen wir das hier wieder sein. Also, da ist zumindest was da. Abwarten, schauen, wie sich's entwickelt. Da. Dann haben wir da auf jeden Fall einen schwachen Ableger. Da müssten wir vielleicht dann eher noch Brut zusetzen. So, dann kommen wir mal zu unserem Wackelkandidaten. Ich weiß wirklich nicht, wie es ausschaut, Leute. So.
So, also, sie sind nicht mehr nach unten gegangen, sie sind jetzt oben und bauen natürlich auch oben wieder an. Das, was wir hier eigentlich so nicht wollen. So, jetzt brauchen wir das Werkzeug. Dann richten wir uns das langsam so ein. Also, wenn er imkert, auf jeden Fall nicht so. Also, das ist eine Katastrophenimkern. Hey, da haben sie das auch schon wieder zugebaut. Das ist schön, dann drückt man das noch gar rein. Also das ist, das war ja hier so ein geschmeidiges Löchle. Also das ist sehr schön. Jetzt ist da bloß eben so eine Wabe, die was wir eben von unten raufgelegt haben. Da ist aber keine Brut und nichts drin. Die tun wir jetzt ganz einfach entfernen. Ist natürlich keine schöne Arbeit. Und zum Stehen ist es eine Katastrophe. So. Jetzt habe ich da was vorbereitet, das heißt, ich habe jetzt das rausoperiert, kann man ja anders da schon nicht bezeichnen. Zwei Futterwaben, Leerwaben, Waben zum Ausbauen, Drohnenwabe rein. Oben war frisch bestiftelt, das war nicht die ganze Brut, ist nicht ausgelaufen. Aber wie gesagt, mit frischen Stifteln oben können wir da jetzt überhaupt nichts anfangen. Das heißt, es kann sein, dass die Königin schon in den Kasten drin ist. Das heißt, ich muss runterlaufen und muss einen neuen Unterboden holen, wo noch kein Boden drin ist. Bis gleich. So, ein neuer Unterboden ist da. Da sind die Bienen natürlich schon gleich raufgegangen, die suchen ja ihre neue bestiftete Brut, die was nicht da liegt. Und jetzt schauen wir mal, wie es in den anderen Kasten ausschaut. Jetzt können wir ihn ja sogar wegtun. Ja, aber so nicht. Ja, jetzt ja ganz zärtlich. Wie ihr sehen könnt, sind auf jeden Fall schon schön die Bienen oben. Wir haben jetzt einen riesen Kasten im Prinzip. Jetzt arbeite ich mich von der Mitte nach rechts vor und schaue da halt einmal so ein bisschen rum. Die haben das schon schön angezogen, denen gefällt es da droben. Ich denke mal, die sind froh, dass sie eine schöne neue Wohnung haben. Was jetzt natürlich noch besser wäre, und das absolute Highlight ist, wenn wir die Königin finden. Das wäre jetzt schon eine feine Sache, bloß wüsste ich jetzt gar nicht, wo es hin tue. Ja. Aber wäre eine feine Sache, heißt, man könnte natürlich auch in weiser Voraussicht das schon ein bisschen vorbereiten. Weil da haben wir ja Leerwaben drin. Das heißt, die könnte man ja auch schon ein bisschen raus tun und könnten ja hier schon am Platz lassen, wenn wir die Königin finden. Dass wir es dann eventuell da schon unterbringen können. So, dann arbeiten wir uns einmal vor. Aber der Nachteil, wie gesagt, in der Hütte ist das Licht. Da sehe ich immer nichts. Da muss ich dann doch ein bisschen rausgehen. Da tragen sie einen Honig ein. So wie das gehört. Oben kommt der Honig rein. Aber wie gesagt, ich muss da rausgehen. Ich habe die Königin gefunden, jetzt haben wir gedacht, ich fange sie gleich ein, mache einen Punkt drauf, also da ist kein Punkt drauf, das heißt, das ist dann ein extrem starker Schwarm oder ein Nachbar hat das gute Stück irgendwie anderweitig, so, keine Ahnung. Da haben wir es. Also ich hole euch später dazu. Oder soll ich euch gleich beim Punkten dazu holen? Ich weiß es nicht, wie ich es mache. Ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, was ich immer zu euch sage. Das macht man nicht draußen. Das macht man drin. Ich kann es bloß sagen, dass das nicht so gut ist.
Mir ist schon mal eine davon geflogen. Also auch das passiert. Das ist dann natürlich nicht angenehm. Das nervt irrsinnig. Es kotzt euch irrsinnig an. Und es ist wirklich nicht schön. So. Ja, ich weiß, dass dir das nicht gefällt, wenn ich die Mama wegnehme. So, und ich mache nach wie vor einen weißen Punkt drauf. Aber ich zeige euch die jetzt einmal ohne Punkt, weil ich möchte es nicht gleich wieder so einsauen. Schaut euch das an, ein sehr schönes Teil. Also die ist doppelt so groß wie die nebenan, muss man jetzt schon mal sagen. Ja, doch fast doppelt so groß. Das ist echt ein gelungenes Stück. Gefällt mir, ist schön. Müssen wir bloß noch einen schönen Punkt drauf zwirbeln. So, komm her. Und jetzt kann man immer wieder fragen, warum ich einen weißen Punkt mache. Und ich sage euch immer wieder, ich sehe den einfach besser wie andere Farbe. Man macht halt dann hinten die dementsprechende Reißzwecken drauf. Dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Und jetzt können wir in den Kasten arbeiten. Da decken wir mal zu. So, dann hat ihr ein wenig eine Ruhe. Boah, hey, echt super. Das ist echt einmal ein schöner Imkertag. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich dich zerquetscht habe. Ich habe ein wenig ein Kratzen im Hals, ich müsste was trinken. Und jetzt können wir auch in den Kasten arbeiten. So. Dann haben wir noch eins. Jetzt könnt ihr auch nichts mehr kaputt machen. Dann tun wir auch die Drohnenwabe unten rein. So, das schieben wir wieder rüber. Da kommt auch wieder eine Leerwabe rein. So, ich habe immer noch keinen Fußboden drin. So schaut es jetzt da aus. So, wie machen wir das jetzt? Da unten ist auch extrem viel Wabenmaterial, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich jetzt einen Kasten, da ist noch kein Unterboden drin. Also halt, was heißt Unterboden? Kein Gitter. So, jetzt können wir den da so hin machen. So. Dann zwirbeln wir vor natürlich auch. Wenn wir eins da haben. Herbert, an der Stelle, wenn du den schneidest, bring die Dinger mit zum Neuschrauben, dass du das rausziehen kannst. So. Halt, jetzt wäre es natürlich ein Humbug, wenn wir jetzt den Kasten draufstellen. In meiner gütigen Ordnung. Au! Jetzt war der Kopf. Wo ist das Hirn? Da legen wir ein Gitter drauf, das ist aber jetzt nicht das, was ich möchte. So, ganz einfach Absperrgitter drauf. Das heißt, die Königin geht hier auf jeden Fall nicht mehr rein. So, die Frage ist, ob da die Binschen raufgehen. Oder ob wir da so eine Aufstieghilfe mit reinmachen. Machen wir da mal so Aufstieghilfe. Unten haben sie wieder gebaut wie die Wilden. Das bringt mir auch nichts. Vielleicht bringt das was. So. Das lassen wir jetzt mal so, ob es was bringt oder nicht, das weiß ich nicht. So. Jetzt ist auf jeden Fall die Königin oben. Und das Ziel von der ganzen Aktion ist jetzt,
wenn wir das jetzt richtig drauf stellen, weil hinten kann ich nicht. Nicht guck, so passt. Keil rein. So. Jetzt können die da hin und her wandeln und die Königin nicht mehr runter. Jetzt warten wir, bis unten die ganze Brut ausgeschlüpft ist. Und dann nehmen wir unten die Waben weg. Die müssen wir leider irgendwo hinstellen zum Ausfressen. Schaut für das was eindrang. Aber die Bienenmasse, die Bienen, die sind nicht verloren. Die können schlüpfen, raufgehen. Und vor allem, ihr braucht das nicht zerdrücken. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich jetzt das kaputt machen soll. Das ist nicht meins. So kann ich arbeiten, anders da ist einfach nicht meins. Und jetzt kann da die Königin in aller Ruhe weiter zelebrieren, machen was will, macht. Da müssen wir halt noch ein Futterding aufsetzen, ist ja egal. Jetzt holen wir mal das gute Stück. Jetzt hoffe ich, dass der Punkt dementsprechend getrocknet ist. Setzen wir das Teil ein. Machen einen blauen Punkt drauf. Ich habe da immer noch nicht wirklich nachgeschaut heuer. Da seht ihr dann mal, wie ich so arbeite. Ne? So. Und jetzt soll die da reinlaufen. Na komm, geh nach unten. Lasst euch da Zeit. Baut da keinen Stress. So, jetzt ist sie unten drin. Schüttelt die nicht, haut die nicht rein. Es gibt viele, die was das machen. Also laut hören sagen. Aber das ist nicht so wirklich meins. So, dann noch ein bisschen da die Binschen wegdrücken. So, wir wollen sie ja nicht gleich wieder alle zusammen zelebrieren. So. Das lässt sich natürlich nicht hundertprozentig vermeiden. Und jetzt Allah, ist der neue Kasten da. Jetzt kann es da oben sich ausbreiten. Das ist ein echter Bombenkasten. Also sowas zugeflogenes, Respekt. Und weil das Stativ neu ist, aber ich habe es schon gezeigt, das ist jetzt das Neue. Also mit dem kann man extrem schön arbeiten. Hat auch einen Schnellverschluss. Ich habe auch neue Akkus. Und trotzdem habe ich den jetzt tauschen müssen, weil ich habe natürlich wieder mal nicht den Original gekauft. So, jetzt gehen wir nochmal runter. So schaut es jetzt unten aus. Also das ist immer noch gigantisch. Das ist echt gigantisch, was die hier gebaut haben. Und die bauen noch immer weiter. Das heißt, wir müssen oben Platz geben, dass die hier unten nach höheren streben. Dann sei ja mal wieder bis zur nächsten Einstellung in diesem Filmtheater. Bleibt dran. Bis gleich.